Neuen baulichen Highlight bei uns hier im Wildpark mit der neuen Jakobsschaf-Krippe. Wie man sieht, sehr schön geworden. Man könnte sagen, die Residenz ist gar nichts dagegen. Ich denke mal, in guter Tradition neuer Bauwerke hier im Wildpark. Natürlich mit tatkräftiger Unterstützung durch die Freunde des Wildparks, die sich dankenswerterweise sehr eingebracht haben beim Abriss der alten Anlage. Sehr gerne hätten wir uns jetzt hier an der Stelle auch bei der Firma Bäuerlein bedankt, die das Material für die Steinstelen zur Verfügung gestellt hat. Konnten leider aus terminlichen Gründen nicht da sein. Ebenso beim Bildhauer, dem Herrn Sören Ernst, der die Gestaltung, also die mechanische Gestaltung übernommen hat. Kann leider heute auch nicht anwesend sein, bald in Portugal, aber wir können uns bedanken und es ist sehr schön bei der Frau Pfarrerin Weigel und bei ihrer Tochter, die uns unterstützt haben bei der Auswahl der Motive und der Texte. Bravo, vielen Dank. Und als kleines Dankeschön. Danke. Auch für Sie ein kleines Dankeschön. Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhe die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Schafstall nun ins Land. Nun stolz und froh ist jeder heut, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleut, die fest auf ihre Kunst vertraut. Das Jakobsschaf mit seinen Flecken ist in der Bibel schon benannt. Es ist hier im Wildpark zu entdecken und für seine 4 oder 6 Hörner bekannt. Wir bitten Gott, der ihn gefahren und allzeit treu bewahrt, er möge den Schafstall hier bewahren vor Not und Schaden aller Art. Nun nehme ich nach Handwerkssitte das volle Glas zur Hand und bitte gebühren alle, die heute hier versammelt sind, zum Spruch mit mir. Zum Lebe hoch sich zu vereinen, hoch lebe der Wildpark mit den Seinen. Respekt. So, hallo, jetzt habe ich also unseren Baureferenten vom Mikrofon. Herr Bredin, Sie können mir bestimmt was erzählen zu diesen Neubaus auch jetzt einfach mal. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Wir sind hier wieder mal im Wildpark mit dem Neubau unterwegs. So nach und nach, nach Jahrzehnten wird doch die eine oder andere Anlage mal in die Jahre kommen und dann muss man es einfach verbessern für die Tiere, natürlich auch für die Menschen und so ist es hier jetzt bei den Jakobsschafen auch, die diese neue Jakobsschaf-Krippe bekommen. Wann werden denn die Schafe einziehen und wie lange wurden dran gebaut? Naja, wir haben im Frühjahr damit begonnen. Die Freunde des Wildparks haben fleißig abgebaut, die alte Anlage abgebaut. Jetzt, wir sehen es ja, der Zaun ist noch nicht vollendet. Das Gebäude hat jetzt gerade Richtfest gefeiert. Also wir werden schon noch ein paar Wochen brauchen, aber zum Herbst werden wir fertig sein. Jetzt ist bestimmt das Gebäude auch wieder mit Sponsoren errichtet worden. Vielleicht können Sie mir ein bisschen was erzählen, woher kommen die Gelder her für das Gebäude und ja. Ja, auch hier haben wir wieder mit Unterstützung von Sponsoren arbeiten können. Ich greife mal ein Beispiel heraus. Wir haben beispielsweise gesponsert bekommen diese schönen Stützen, diese Stelen, diese Natursteinstelen, die Sie da sehen, die das Gebäude tragen, die das Dach tragen und die jetzt auch mit schönen Motiven und Sprüchen verziert sind. Wie geht es jetzt weiter? Hier ist also unten mit massiv gemauert, mit Bruchstein gemauert und was kommt oben hin jetzt? Holz? Ja, wir bekommen jetzt ein ganz normales Dach da oben drauf, also Ziegeldach oben drauf. Der Zaun wird vervollständigt und dann dürfen auch die tierischen Bewohner wieder einziehen. Ich habe schon gesagt, das sieht ja fast aus wie ein Elefantenhaus. Naja, manchmal meint man ja, dass der Herr Leier als nächstes wirklich ein Elefantenhaus plant. Aber soweit sind wir nicht, also wir bleiben schon auf dem Boden, auf dem natürlichen Boden der Tatsachen. Hat mir ja schon mal ein Schwein vor der Elefanten. Ja, ist richtig, es gab mal einen Zoo. Also gut, vielen Dank fürs Gespräch und ja, wünsche mir, dass es immer weitergeht mit unserem Wildpark. Sehr gerne, vielen Dank. Also, schöne große Runde, herzlich willkommen zu einem erneuten schönen Anlass in unserem freizeitkulturellen Juwel,
der schönsten Einrichtung der Stadt Schweinfurt im Wildpark. Bei schönstem Wetter und bei schönstem Besuch. Wir leben natürlich ganz stark von unseren Unterstützern, ideell, natürlich auch finanziell. Und wir dürfen heute einen neuen Hauptsponsor bei uns begrüßen. Das ist die Firma Walter. Ich darf Sie ganz besonders willkommen heißen als Vertreter der Firma und Ihnen dieses Elch-Bäckermeister, diesen Elch-Bäckermeister-Brief überreichen. Als kleines äußeres Zeichen unserer Dankbarkeit Ihrem Engagement gegenüber. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sehr genommen. Ja, jetzt sind nur drei. Einer hat absagt jetzt, ja. Einer muss absagen. Gut, Sie kriegen auch noch einen. So, also wir haben die drei Urenkelinnen. Urenkelinnen des Firmengründers bei uns. Dankeschön fürs Kommen und wir haben auch ein kleines Dankeschön. Im Wildpark gibt es natürlich Tiere. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön. Da haben Sie ja entsprechende Verwendung, entsprechend Abnehmer dafür. Für Enkelin Nummer 4. Das gebe ich dann dem Nico. Geben Sie weiter. Vielen Dank. Du siehst ihn, glaube ich, sogar. Ja. Leute, Sie haben uns unterstützt bei den Planzeichnungen, bei der Darstellung. Ja, auch dafür ganz vielen Dank. Gerne. Und auch Dankeschön hier für ein kleines Tier. Vielen Dank. Und ja, Dankeschön. Okay.